Das Pflügen eines Ackers stellt man sich landläufig ja eher beschaulich und nicht besonders herausfordernd vor. Weit gefehlt. 30 Teilnehmer aus ganz Österreich bewiesen beim Bundespflügen der Landjugend in Andorf, dass diese landwirtschaftliche Tätigkeit sehr wohl mit Genauigkeit, Feingefühl und viel mehr verbunden ist. Ein wichtiges Kriterium ist die Spaltfurche, die jetzt zum Beginn gezogen wird. Und da ist wichtig, dass sie gerade ist, dass sie nicht zu tief ausgeführt ist und dass alle Wurzeln durchschnitten sind. Es wird ein Beet mit 16 x 24 Meter umgeockert und es werden, glaube ich, 12 Kriterien bewertet: Grottheit, das Umpflügen, Spalt, Schlussfurchen, Unterbringung von Bewuchs. Jede Menge Dinge also, die beim Pflügen zu beachten sind. Das hochkarätig besetzte Bundespflügen kann in Österreich auf eine lange Tradition zurückblicken, auch bei den Teilnehmern. Bei uns ist das mehr Familiengeschichte. Also mein Vater war schon bei der WM, mein Bruder war bei der WM, jetzt war ich bei der WM. Und ja, durch das jahrelange Training irgendwie wird das über spannender und bei uns wird es über enger. Und ja, es ist einfach irgendwie hochinteressanter. Hochinteressant ist auch, dass in dieser vermeintlichen Männerdomäne auch Frauen das schwere Gerät feinfühlig über die Äcker pflügen. Also bei uns ist es ein B-Pflug und die anderen haben einen Drehpflug. Und die müssen, also der Drehpflug muss auch einen Spitz rausockern und wir müssen nur ein Großbeet rauspflügen. Viele der Teilnehmer haben ihre eigenen Fanclubs zur Unterstützung mit aufs Feld gebracht. Wir sind das erste Mal dabei, ja. Und ja, wir hoffen halt, dass wir Sie als Fanclub nicht enttäuschen. Ne? Aber wir werden schon dementsprechend aufhören. Herausragende Leistungen konnten bereits alle Teilnehmer hier in Andorf vorweisen. Also da gibt es eben schon Vorentscheide in die Bezirke, in die Bundesländer. Dann qualifiziert man sich für den Landesentscheid im jeweiligen Bundesland und die Sieger von dort dürfen eben dann beim Bundesentscheid teilnehmen. Ja, die Bundessieger in den jeweiligen Kategorien, Bettpflug und Drehpflug, fahren dann zur Weltmeisterschaft und im nächsten Jahr ist die Weltmeisterschaft in Minnesota in den USA. Und dorthin dürfen Andreas Stöttenmeier und Bernhard Esterbauer, beides Oberösterreicher.